So, damit hallo und herzlich willkommen zurück. Wir haben gestern uns hier so ein bisschen durch die Anlage geschnetzelt und heute wollen wir natürlich das Ganze noch ein bisschen perfektionieren. Und ich möchte natürlich dann hier dafür sorgen, dass die bösen Bübchen ihre gerechte Strafe bekommen. Jetzt muss ich nur gucken. Okay, mal schauen, wie wir den jetzt ins... Ich hab schon eine Idee. Ah ja, warum versteckt die mal Geld auf dem Klo? Ich versteh's nicht. Ich weiß nämlich nicht, ob das mit dem Heimlich-Killen klappt, weil da die Fenster sind. Ich glaube, da sieht man uns dann. Deshalb gucken wir mal, dass wir das gleich irgendwie von hier aus versuchen, dass wir ihn dann anlocken. Wenn er näher rankommt. Ah, da kommt er schon. Siehste. Passt bloß auf mich auf, ja? Ach, komm schon, ey. Stell ihn nicht so an. Guck einfach, was da los ist. Deine Aufgabe hier. Wachposten, du. Und hinfort mit dir. Das ist schon ganz schön brutal, ne? Ja, muss ich auch sagen. Ist auf jeden Fall nicht ohne. Okay, das haben wir. Der kann von den beiden anderen gesehen werden, wobei. Vielleicht kann ich den ja hier hinlocken. Ah, das sieht ganz gut aus. Wir müssen diesen Scheißkram hier rausschaffen. Ich habe ein mieses Gefühl. Bilde ich mir das nur ein? Na komm. Wir der verdammten Wohlfahrt geklaut haben. Und nicht nur das, wir verkloppen sie auch noch an die verfluchten Roten auf Kuba. Hast du ein Gewissen? Diese Kommunisten, mein Freund, die bezahlen uns mit den gleichen grünen Scheinchen wie alle anderen auch. Roy soll sich endlich mal ein Rückgrat einsetzen lassen und auf dann alles. Bewegt er sich oder bleibt er nur stehen? Sauber. Okay. Ah, gut, dass die nicht mehr zusammen rum. So, müssen wir sie nur irgendwie, oder muss ich den einen hierher locken? Hallo, Überraschung. Oh, das ist irgendwie was, ich glaube, Nierenstein oder irgendwie so, aber ey, ich habe ihn gerade rausgeholt mit allen anderen Eingeweihten. Okay, jetzt müssen wir den auch noch erledigen. Und tada, Überraschung. So. Das heißt, mir kann eigentlich nichts passieren. Ja.
Ja, Mann, die Karre sieht auch geil aus, ne? Ja. Aber ich brauche das hier. Gut, dass hier jetzt nichts mehr los ist, ey. Tun wir sogar noch was Gutes, ey. Ein Profi-Football-Team. Dringend. Liebe Hörer, unsere Stadt braucht jubelnde Menschenmassen. Echt? Den Duft von Hot Dogs. Oh, Hot Dogs, lecker. Jubado braucht die horrenden Kosten, die ein nagelneues Stadion bedeuten würde, unbedingt. Für diese Kosten würde natürlich die Stadt gerade stehen. Von dem Verkehrschaos und den Staus, die der neue Stadionkomplex brächte, jeden. Okay. Oh, und übrigens hat nicht ein einziges Team uns mehr als einen 10-Jahres-Vertrag angeboten. Ihr seht, worauf ich hinaus will, oder? Letztes Jahr erschien die Aussicht auf ein eigenes Profiteam zu schön, um wahr zu sein. Der Bürgermeister versprach uns eine neue Vielzweckarena für Sport und Veranstaltungen, die unsere Stadt aufgewertet hätte. Aber im Verlauf der Gespräche wurde klar, die einzigen, die von dem neuen Stadion profitieren würden, sind der Bürgermeister, der Stadtrat und irgendein Footballteam, das fähig ist, New Bordeaux dazu zu verleiten, die Rechnung für diese dämliche Idee zu zahlen. Und es ist eine dämliche Idee. Ach, nicht so schwarz sehen. Wie viele Millionen Dollar dieses Ding kosten wird oder wo die herkommen sollen. Ich sage euch woher. Von euch und von mir, liebe Hörer. Achso, ich sollte es, glaube ich, abstellen und dann da reingehen, okay. Die Verhandlungen waren ebenso undurchschaubar wie überstürzt. Ah, genau, andere Seite. Mal kurz Bescheid sagen. Sups. Achso, nee. Ja, was mache ich denn jetzt damit? Wo fahre ich das jetzt hin? Das Rathaus macht einen riesen Tamtam um ein Foot, während die Einladung zur Legalisierung des Glücksspiels Staub ansetzt. Wie bitte? Davon habt ihr noch gar nichts gehört? Schon klar. Das ist ja doof. Wo fahre ich das jetzt hin? Aus hat man sich mächtig angestrengt, die Sache totzuschweigen. Ende letzten Jahres hat das Bürgermeisteramt einen Vorschlag abgeschmettert, Glücksspiel in New Bordeaux zu legalisieren. Ich weiß, wenn man... Ja, was mache ich jetzt mit der Schmuggelware, ne? Wo fahre ich die jetzt hin? Schäbige Orte wie Las Vegas vor Augen. Aber ich sage, wie wäre es mit einem Monte Carlo am Mississippi? Was ist denn hier? Warte mal. Legales Glücksspiel hier in New Bordeaux, das die Menschen Spiel des Südens zieht. Es brächte nicht nur Geld aus einarmigen Banditen. Nein, auch Jobs in Hotels, Restaurants, mehr Tourismus in Deutschland. Statt Steuerzahler wie euch und mich zu Wunderbar. Mal noch Musiker machen hier. Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken, wie das denn mit der Perspektive war. Das interessiert mich jetzt mal. Atem anhalten, Waffenschulter wechseln. Okay, dann muss das irgendwo hier mit sein. Warte mal, das hat Tourneubelegung. So, nach hinten sehen ist das, aber ich will ja eine andere Sicht. Kamera wechseln, die 5. Ah, okay. Ah, guck mal, ist schon besser. Ist ein bisschen was anderes, dann damit durch die Gegend zu gurken jetzt. Ach, schön. Ich weiß. Fängt er schon wieder an mit seiner Musik, ne? Ja. Aber es ist halt schön. Am Montag ein bisschen
suchte ich ja so etliche Spiele zeitgleich, ne? Surge, GT Sports, hier Gran Turismo Sports habe ich mir jetzt noch geholt. Dann Horizon Zero Dawn, Uncharted Lost Legacy. So recht viele Spiele momentan, die ich alle immer so abwechselnd so ein bisschen zocke. Plus noch so ein paar andere Dinge. Ja, es ist, die machen halt auch alle Laune, muss ich echt sagen, ja. Ja, gerade The Search, da bin ich jetzt im nächsten Bereich angekommen und es ist echt gut gemacht. Also, klar, das basiert ja darauf, dass du immer wieder, so wie früher Fantasy, in einem Bereich immer wieder und wieder die Gegner platt machst, um halt Teile zu sammeln, um dann halt deine Sachen aufzuwerten und selber aufzuleveln, damit du halt stark genug bist, um dann halt die Gegner zu schaffen, beziehungsweise den jeweiligen Area-Boss, also oder Boss der Gegend, der Region halt dann Platz zu machen. Aber es ist ganz gut, also die Kämpfe sind auch sehr taktisch, also viel mit Ausweichen, Blocken, Abwarten, so nach dem Motto, oh, jetzt kann ich zweimal schlagen, muss ich wieder blocken, ausweichen und so. Das macht schon Spaß, also muss man auch ein bisschen hinterkommen, ne? Bei dem einen Boss im ersten Gebiet, da gibt es zwei größere Roboter, gegen die man da kämpfen muss. Und bei dem letzten, der halt auch dann dafür verantwortlich ist, dass man halt auch weiterkommt, da musste ich echt ein paar Mal ausprobieren, wie ich dann raus hatte, wie ich ihnen halt Schaden zufügen kann. Aber es hat Laune gemacht, das war echt ganz cool. Ich mag sowas, ne? Dieses Tüfteln, dann so, aha, okay, nee, das ist es nicht, und ausprobieren. Ich finde das noch nicht frustrierend, sondern wenn ich sage, ich finde das so doof, jetzt habe ich das zweimal probiert, ich weiß immer noch nicht, wie ich das mache. Ja, machst du es halt noch ein 11. und 12. Mal, ist doch egal. So. Mal kurz das hier. Schnell rein. Dann stellen wir wieder um. Ah, herrlich. Da soll ich es abstellen. Machen wir. Ah, freut sich der Pater. Was ist das? Erste-Hilfe-Kram, Antibiotika, Bandagen und so weiter. Dachte, du könntest das gebrauchen. Ich will wahrscheinlich lieber nicht wissen, wo das her ist. Frag nicht, dann muss ich auch nichts sagen. Na dann. Ich kenne ein paar Leute, die den Kram brauchen können. Ich nehm's dir ab. Sehr gut. So mag ich das. Geht doch. Wow. Schnieke. Hat sich ja echt gelohnt, ey. So, dann gucken wir doch mal, was gibt's denn hier Schönes in der Nähe. Was haben wir da? Ein Playboy oder? Ah, ein Hot Rod Magazin. Jetzt ist natürlich die Sache, dass unser Auto nicht da ist, aber gibt auch Schlimmeres. Nächste wäre ja für uns jetzt sowieso dahin zu gehen. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal eine Karre. Ich kann jetzt hier keine Karre aufbrechen. Cops stehen auch da. Wir müssen uns irgendwo eine suchen, wo nichts los ist. Vielleicht da hinten auf dem Parkplatz. Ja, oder da, guck mal, sieht gut aus. Beziehungsweise, nee, das ist zu viel los, machen wir hier. Ein Cabrio wäre gut, dann brauche ich nichts aufbrechen, kann direkt reinspringen. Wie das zum Beispiel. Ast rein. Schlüssel steckte wohl noch. Nun denn, ich verabschiede mich. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dahin.